Heimtückisch gelegte Fallen in einer neu gekauften Immobilie führen Michael Weber und seinen Kollegen Jonas Schmidt nach Köln-Lindenthal. Sie hatten uns angerufen, es geht genau um diese Drähte, ne? die bei Ihnen in der Wohnung gespannt wurden, oder genau. Was? Ja. Wir haben das gar nicht gesehen, also auch darüber gefallen, weil wir es gar nicht gesehen haben. Das ist so schlimm, dass, über den Draht genau. Jetzt hier ja. Vorne? Ja, genau. Wir sind seit gestern am Renovieren. Ja. Gestern war der Draht noch nicht da. Ja. Aber es geht, also Sie sind über diesen Draht gestolpert, ja. Aber weiteren Draht haben Sie jetzt nicht entdeckt? Nein, bis jetzt nicht, nein. Aha. Wir haben ihn gerade verarztet, ja, weil er hat ja natürlich geblutet, weil er über den Krankmann? Draht gezogen hat. Ich wollte gerade fragen, wie sieht es denn aus? Also, gute Frage. Ja. Junger Mann. Also mehrere Risse habe ich hier. Ne? Na gut, wenn das mehrere Risse sind, dann sollten wir vielleicht trotzdem mal einen Spezialisten drüber gucken lassen. Ne? Und das kann nur ein Rettungswagen in dem Moment. Sie haben das zwar gut gemacht jetzt, ne? Ja, ist vielleicht besser. Arnold vor 1532. Arthur. Ja, zur Einsatzörtlichkeit. Hier Stichwort Draht. Mal bitte einen Rettungswagen an die Anschrift. Ein junger Mann ist hier drüber gefallen über diesen Draht und hat sich das Bein aufgerissen. Ja, mit. Wann waren Sie denn hier das letzte Mal drin? Ja, gestern. Gestern. Und war denn hier der Bauschaum? War der da schon an der Tür? Nein, absolut nicht. Das muss über Nacht passiert sein. Also weil hier komme ich ja jetzt auch gar nicht rein. Ne? Wenn Sie mal gucken, hier der Bauschaum, der ist ja in dem Schloss drin. Ja. Das junge Paar hat auch schon einen Verdacht, wer ihnen den Start im neuen Haus vermiesen möchte. Der Vorbesitzer. Diese Vermutung haben die Eigentümer nicht ohne Grund. Weil er sich auf der Versteigerung so unglücklich verhalten hat. Inwieweit? Verstehe. Er war besoffen und hat rumgepöbelt. Nur einer bitte. Genau. Ja, Entschuldigung. Hat da rumgepöbelt, die Leute alle da beschimpft. Deswegen okay, jetzt sind Sie die Familie Süß? Wüst. Wir beide. Familie Sie beide. Ich bin der Nachbar, kann es aber absolut bestätigen. Also der Vorgänger der René bei der Auktion, der hat sich total daneben benommen. Ich war auch da gewesen. Was haben Sie gemacht? Ach, ich habe da auch mal so geschaut und wollten Sie das Haus haben hier, oder? Ja, ich bin ein Nachbar. Ja, natürlich schaut man immer mal auf die Nachbarschaft, was sich da tut und so. Ne? Aber dass Sie bei der Auktion waren, um das Haus mitzusteigen. Darf ich mal ganz kurz hier vorbeigehen? Also man hat auf jeden Fall mal ein Auge drauf geworfen. Okay. Ja, aber der René, der Vorbesitzer, wie gesagt, ja, der ist ja völlig auf die Nase geflogen mit seiner Familie und musste das Haus versteigern. Und deswegen war ja Warum diese Auktion... Warum ist das Haus zur Versteigerung gekommen? Ja, weil er halt völlig pleite gegangen ist. Er ist auch Handwerker, ich auch. Ja, und seine Sache ist halt, dass er pleite ist und dann musste er das verkaufen. Seine Frau ist abgehauen, ja, die Kinder haben Na gut, haben aber dafür muss man ja nicht ein Haus versteigern. Wenn man es normal verkauft, hat ja, man ja auch einen Erlös. Ziemlich also hat die Bank die Finger drauf gehabt? Genau, er ist in extreme finanzielle Schwierigkeiten geraten. Okay, da hat die Bank das zur Versteigerung dann rausgegeben. Und richtig. Und Sie wollten mitsteigern? Die Polizei hat dann rumgeschrien bei dieser Auktion, wie gesagt. Also ja, er hat auch jedem gedroht, egal wer das Haus bekommt, es wird noch ein Nachspiel haben. Dann wurde aus der Auktion entfernt, ja. Ganz interessante Sache hier, 1532, Micha und Jonas haben sich gerade gemeldet. Ja. Die sind in der Breibergstraße 4, ja. Sind da gerufen worden, da ist ein Haus, das gehört einem Ehepaar Wüst. Und er, der Mann Wüst, ist in einen Draht gelaufen bei sich zu Hause, der vorher nicht da war, wie so eine Falle. Daraufhin hat er den Notruf gewählt. Die Kollegen sind da, aber jetzt kommt das Interessante. Das Haus gehörte früher einem René Tümmler. Das ist doch der hier bei uns in der Zelle sitzt. Richtig. Sollen wir den mal hochholen? Was meinst du? Boah, der ist ja mit der ist schon eine Weile. Also der müsste eigentlich ausgenüchtert sein. Die BE ist alles durch. Ja. Sobald der wieder vernehmungsfähig ist, würde ich den auch eh entlassen wollen. Ja, aber dann machen wir das mal, ne? Dann holen wir ihn hoch und dann versuchen wir mal mit ihm zu reden. So, dann legen wir erstmal die Waffe weg. So, dann wollen wir mal gucken, was der Tümmler macht. Ich gucke erstmal durchs Loch. Was hat er denn für eine Scheiße gemacht hier? Ist ja auch ganz neu, oder? Hey! Herr Tümmler, wir kommen jetzt mal rein! Privatsphäre, kennst du, ne? Ja, wir kommen mal rein! Herr Tümmler, was soll denn die Mist hier mit Ihrer Hose? Ja, will mich nicht jeder von jedem angucken lassen hier, was von Privatsphäre gehört? Es geht doch um Ihre Sicherheit, dass wir mal gucken können nach Ihnen. Ja, trotzdem. Das ist schon ein Fall für Amnesty International. Herr Tümmler! Wir müssten mal eine kleine Vernehmung mit Ihnen durchführen. Dementsprechend seien Sie so lieb, ziehen Sie sich einmal die Hose bitte an. Wir machen so lange auf die Tür noch mal ran, ja? Wenn es sein muss. Okay. Oh, stinkt das. Hier ist einer. Fenster auf. Ist offen. Aber du siehst, ich habe ein Problem, ja? Komm, wir gucken mal. Ich brauche eine Leiter oder sowas, ne? Ich komme da so jetzt auch nicht hoch. Nicht?
Hast du eine? Ein Zufall. Ich habe vorgebaut. Ich habe die schon vorher hier versteckt, damit du da reingehen kannst. Hat sich aber keiner bemerkbar gemacht jetzt, oder? Hallo? Nee. Wolltest du? Ich halte fest. Ja, halt wirklich mal aber fest. Aber sowas von. Nicht, dass ich jetzt absehe. Nein, hier. Machst du nicht. Guck mal erstmal rein. Hallo? Scheint leer zu sein hier. Okay. Gut, ich halte fest. Halt fest? Ich halte fest. Machst du mir vorne die Tür auf dann? Ja, oder? Ja. Geht das? Oh, verdammt nochmal! Was denn? Hier die Heizung. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe gerade eine gewischt gekriegt. Achso, ich dachte, die Heizung wäre an. Lass mal gucken. Hallo? Du hast eine gewischt gekriegt, echt? Hier, an der Heizung. Ja, pass auf. Hier, pass auf, ich komme nach vorne, mach dir erstmal die Tür auf. Ja, sei vorsichtig. In der Hoffnung, dass ich hier rauskomme. Ja, sei vorsichtig. Hallo? So. So, der Kollege ist drin. Was ist hier? Da sind auch Drähte gespannt. Wo? Hier. Vorsicht. Hier ist ein Draht. Hier ist ein Draht gespannt. Wo siehst du denn? Ach du meine Güte, komm mal hier. Ja, da sollte einer in den Keller abfliegen oder was? Also irgendwas scheint hier im Argen zu liegen. Treppe gehe ich jetzt nicht rauf. Jetzt, pass auf, hier, komm mal mit. Ich wollte dir das mal zeigen. Hier. Ach du Scheiße. Hier, da ist, Alter, guck mal hier. Da ist Strom drauf. Guck dir das mal an. Deswegen habe ich auch eine gewischt gekriegt. Es geht um die Breibergstraße Nummer 4. Die sagt Ihnen ja hoffentlich was. Wir haben ein altes Haus, ja? Genau, da haben Sie anscheinend ein altes Haus gehabt. Und in diesem Haus wurden jetzt einige Fallen vorgefunden. Und nun ist natürlich der Verdacht recht nahe. Was habe ich damit zu tun? Naja, man hat Ihnen ja das Haus mehr oder weniger dann doch ein wenig unter Zwang weggenommen. Und dementsprechend ist natürlich auch selbstverständlich, dass man durchaus auch Ihr Motiv mal überprüft und auch Ihr Alibi. Ich habe aber nichts gemacht. Was soll ich da gemacht haben? Ja, also für uns ist es jetzt ja so ein bisschen die neue Familie, die da wohl wohnt, die Familie Wüst, kennen Sie die? Ich habe die auf der Versteigerung kurz gesehen, ja. Genau, man sagte uns, dass sie da waren und dass sie da auch nicht recht begeistert waren. Und das ist ja auch genau der Punkt, wieso wir sie jetzt ansprechen. Ne? Also wir haben jetzt erstmal keine weiteren Anhaltspunkte. Und wenn sie da so erbost waren, dass ihr Haus jetzt quasi jemand Neuem gehört, was ich auch durchaus nachvollziehen kann. Wollte ich gerade sagen, wie würden Sie reagieren? Ja, aber das heißt ja nicht, dass man irgendwelchen Leuten was antun kann oder Fallen da irgendwie aufbaut oder... Das würde ich auch nicht machen. Ich habe genug Scheiße am Hals jetzt. Weil die Emilia hat mich verlassen wegen der ganzen Geschichte. Mhm. Ja, und jetzt soll ich dann noch sowas gemacht haben? Nein. Nicht. Nein, natürlich nicht. Tim, da verstehen Sie uns einmal. Ja, also das ist jetzt so, dass der Polizeieinsatz gerade läuft. Da wurde ein Kollege von uns verletzt. Also da hört der Spaß auch irgendwo mal auf. Ich meine, Sie sind jetzt seit kurzem bei uns. Aber was haben Sie denn vorher gemacht? Ich war bei meinem Kumpel. Wir haben gespielt, wie so oft. Und dann musste ich mal raus, weil er noch Geld von mir kriegt. Ich habe dann gesagt, ich gehe Geld holen. Aber eigentlich wusste ich, dass ich keins mehr im Konto hab und bin dann halt zur Tank und hab Kippen und eine Flasche Wodka geholt. Also kann der ominöse Kumpel erstmal bezeugen, dass Sie auch den ganzen Abend da waren und einmal kurz die Örtlichkeit da verlassen haben. Wie lange war denn das ungefähr? Halbe Stunde vielleicht. Wie viele Straßen ist das entfernt, die Wohnung? Ja, ich habe schon geguckt, das ist 2-3 Straßen weiter. Also, aber Sie, an der Tankstelle haben Sie die geholt? Ja, ich meine, da gibt es ja hundertprozentig Videoüberwachung. Das können wir prüfen. Sehr gut. Um das Alibi des ehemaligen Immobilienbesitzers zu bestätigen, laden die Beamten dessen Kumpel vor, mit dem der 42-Jährige angeblich den ganzen Abend verbracht hat. Können Sie ungefähr den Zeitraum sagen, wann der Herr Tümmler dann die Wohnung auch verlassen hat? Boah, jetzt fragen Sie mich nicht, wann der rausgegangen ist, wie viel Uhr das ungefähr war. Da kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Der ist raus, ja. Der wollte das Geld holen. Da will ich schon mal kurz auf Klo und so. Und gefühlte 20, 30 Minuten war der wieder da. Hatte halt kein Geld dabei. Ne? Dann haben wir uns auf das Map gekloppt und dann kamen ja auch schon ihre Kollegen und haben uns ja da... Kam er denn mit irgendetwas wieder? Ja, der hatte ein paar Kannen Bier und ein paar Kippen dabei und meinte, damit könnte er das wieder die Wogen glätten. Ne? Aber okay. Und ist er denn mit etwas gegangen? Also, nee. Ich sage jetzt mal, Kabel, Drähte, Scheren? Nee. Sowas in der Richtung? Nein. Nee. Das ist Ihnen nicht aufgefallen. Oder können Sie ausschließen, dass er mit etwas gegangen ist? Nee, der hatte die Hände leer, als der rausgegangen ist. Ah, okay. Ne? Der hat ja sowas, hat der da ja nicht bei mir rumfliegen. Ja, okay. Also nee, der mitgenommen hat der nix. Und dass er sonst leichte Aggressionsprobleme hat, nur ihn jetzt gegenüber? Oder haben Sie das schon öfter festgestellt, dass er dann noch... Ja, der ist manchmal ein bisschen, wenn der getrunken hat, der geht der manchmal ein bisschen im Kappes durch, wird der ein bisschen aggro, ne?
Aber sonst hat ein ganz lieber Kerl, der ist halt durch, der ist nicht so, ne, ich gehe ja arbeiten, ich habe meinen Job, ich habe alles, und der hat ja alles verloren, Haus verloren, Frau verloren. Der ist ein bisschen neben der Spur, aber ist kein schlechter Kerl eigentlich. Dass er da ein bisschen über die Stränge schlägt, aufgrund dessen, dass er das Haus verloren hat? Ja, der jammert da ein bisschen rum und so, aber sonst. Ja. Guck mal, was ist das hier? Warte mal. Kein Draht. Boah, ich stinkt nach Benzin, riechst du? Ja, ich riech das. Da ist auch irgendeine Flüssigkeit, ja guck mal. Hier unten, da ist irgendeine Flüssigkeit drauf. Benzin. Das ist Benzin, ne? Mit Zeitschaltuhr oder so. Ja, hier scheint irgendeiner auf die Familie nicht ganz gut zu sprechen sein, ne? Ja, pass auf, guck mal, ob ich den Sicherungskasten finde. Hab ich gesagt. Hier. Micha. Ja, mach mal komplett alles aus da. Hau mal alles raus. Ja. So, aber... Gut. Gut, ist die Frage, ob das jetzt hier was mit zu tun hat, aber hier liegen Werkzeuge. Schauen wir. Sanitär Berger. Mal fragen, jetzt sitzen die immer noch vor der Tür hier. Ja. Hallo? Also, wir haben jetzt hier drinnen sowohl zwei Drähte noch auffinden können, als auch einen Benzinlappen, der über einen Heizstrahler gespannt wurde. Mit Zeitschaltuhr. Zudem ist die Heizung im hinteren Bereich, die war mit Strom versetzt. Oh, haben Sie sich was getan? Nee, ich hab mir zwar, also klar, habe ich eine gewischt bekommen, aber das ist jetzt nicht ganz so tragisch. Die andere Frage, im Sicherungskasten, habe ich hier einen Schraubenzieher vom Sanitär Berger entdeckt. Sagt Ihnen das irgendwas? Nee, absolut nicht. Wollte mal die Wache anfragen. Ja, nicht nur das. Ich werde jetzt mal ein Bild hiervon machen. Ich werde mal von der Auffindesituation ein Bild machen und werde das der Wache zukommen lassen. Machst du K-Wache einmal? Ja. Nicht, dass noch mehr Fallen irgendwo drin sind, die wir jetzt nicht finden. Wir sollten natürlich jetzt auch zusehen, dass wir hier nicht mehr reingehen. Ne? Aber du bist ja drin schon. Ja, ich mache jetzt das Bild noch und dann schicke ich das der Wache. Ja, im Moment würde ich sagen, nicht betreten. Bis hier die Spezialisten waren, die können mal gucken. So. Arnold vom 1532. Alles gehört. Ja, hier zur Einsatzörtlichkeit. Also wir werden dieses Haus nicht mehr betreten. Wir haben jetzt hier Bauschaum auffinden können. Zum anderen ist es so, dass hier ein Benzinlappen über einen Heizstrahler gespannt wurde und die Heizung unter Strom gesetzt wurde. Also hier wurde ganz gewaltig manipuliert. Wir bräuchten mal die Kriminalpolizei, die hier die Tatortaufnahme macht, weil wir kommen da mit unseren Mitteln jetzt erstmal nicht mehr weiter. Auf der Wache bestreitet der Vorbesitzer, etwas mit der Sabotage zu tun zu haben. Doch das Foto des Werkzeugs bringt die entscheidende Wendung. Das können die Kollegen am Tatort sicherstellen. Das ist ein Sicherheitskasten. Ein Schraubendreher? Aber die Familie Wüst hat mir schon gefragt, die haben gesagt, das gehört denen nicht. Sicher. Was steht denn da drauf auf dem Schraubendreher? Sanitär Berger, sagt Ihnen das was? Ja, klar. Ja, klar. Der Spöri arbeitet da. Wer? Spöri, mein Nachbar. Ehemaliger Nachbar. Der war immer schon scharf auf mein Haus. Jetzt nebenan von Ihrem ehemaligen Haus? Ja, genau, richtig. Der wollte das immer schon kaufen, auch als es mir finanziell nicht gut ging. Ja, komm, verkauf an mich, hast Geld und wollte ich nie. Ja. Der arbeitet auf jeden Fall bei dieser Firma, das weiß ich. Hier ist auch eine Telefonnummer drauf. Ich würde sagen, ich gehe mal zu Nick. Vielleicht kann er mal da anrufen, Herr Spöri, ja? Die Beamten vor Ort wollen umgehend den Nachbarn zu dem möglichen Tatwerkzeug befragen. Doch der 50-Jährige hat eine Erklärung auf Lager. Haben Sie Ihren Schraubenzieher vergessen? Was für ein Schraubenzieher? Gucken Sie mal. Schraubenzieher, Sanitär Berger. Ja, das ist mein ehemaliger Arbeitgeber, aber den habe ich dem René mal geschenkt. Das ist schon lang her. Ja, ja, klar. Was heißt denn schon lang her? Och, man schreibt sich das ja nicht so zwingend in den Kalender, aber kann schon ein, zwei Jahre sein. Ich hatte Sie ja vorhin schon mal gefragt, ne, ob Sie auch an diesem Haus so ein bisschen interessiert sind oder waren. Ne? Und das haben Sie ja bejaht, das Ganze, ne? Ja, na klar, als Nachbar, man guckt halt mal. Ja. Ne? Was haben Sie gemacht bei dem Sanitär Berger? Genau, ich bin Sanitärhandwerker, so für Sanitärobjekte, Gas, Montage, Wasser, Scheiße. Genau, alles was so. Okay, also kenne ich auch mit Elektrik aus, theoretisch. Och, und könnte ja, so ein Kabel abisolieren. Ich habe schon mal was gemacht, selber mal zu Hause mal eine Lampe aufgehängt. Ja, klar, kennt man sich schon ein bisschen aus. Ja. Also würde das in Ihren Handwerkbereich passen? Ja, Hobby, ne? Weil offiziell bin ich ja Sanitär, ne? Aber Elektrik, ja, aber ich sag mal, eine Lampe anschließen, das geht schon. Kannst du mal den Kofferraum aufmachen? Ich habe jetzt mal kurz reingeguckt. Darf ich? Ist auf, ne? Ja, aber da ist gar nichts drin. Nee. Nichts außer dem Benzinkanister. Ja.
ist Benzin? Ja. Sind ein paar Zufälle zu viel, ne? Mhm. Was, ich sehe gerade in Ihrer Tasche, was ist denn das da? Ja, da habe ich eine Zange noch einstecken. Die hat man einfach so in der Tasche, oder was? Hast du ja, die habe ich in dieser Arbeitstasche so mit drin, ja. Also. Und die haben Sie nicht verschenkt, die Zange? Nein. Nicht? Also passen wir auf. Die Kriminalpolizei kommt, die werden in der Wohnung alle Fingerabdrücke nehmen. Vom Kabel, von der Heizung. Und wenn da die Person, die das da verlegt hat, nicht vernünftig gearbeitet hat, dann werden die Fingerabdrücke finden. Sie kommen sowieso mit auf die Wache, weil Sie unser Tatverdächtiger sind. Und da werden Sie erkennungswidrig behandelt. Das heißt, Sie geben Ihre Fingerabdrücke ab, ob Sie wollen oder nicht. Ja? Das heißt, heute oder morgen werden wir feststellen, ob Sie in der Wohnung waren, dort was manipuliert haben oder nicht. Ja, was soll ich jetzt noch sagen? Ja, das, also, was hier passiert ist. Ja, ich wohne hier seit 20 Jahren, ja, und habe schon immer meinen Traum gehabt, das Haus zu haben, mich selbstständig zu machen als Sanitärmensch. Ja, jetzt bin ich entlassen worden. Ja, jetzt kommt diese Familie, ja, und die Familie Wüst und tut mich einfach überbieten und klaut mir sozusagen wie das Haus weg. Ja, und was soll ich machen? Ja, deswegen habe ich ein bisschen was einfallen lassen, damit die vielleicht rausgehen, was anderes machen. Vielleicht habe ich ja doch eine Chance, an das Haus zu kommen. Was will man tun? Versucht das Tötungsdelikt. Wenn einer von den beiden verstirbt, wäre das Ihre Chance? Sie müssen sich vor allem mal überlegen, ja? Sie haben einen Benzinlappen über einen Heizstrahler gespannt. Sie haben die Heizung unter Strom gesetzt. Stellen Sie sich mal vor, was da alles hätte passieren können. Der Nachbar muss sich wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Sachbeschädigung und versuchter Brandstiftung verantworten.